Am 20. Januar 1993 erfolgte der Sendestart für den lokalen TV-Sender Hoyerswerda TV-Anzeiger. In den ersten Jahren war das Programm unter dem Kürzel HoyTV nur im Kabelnetz von Hoyerswerda zu empfangen. Seit dem 24. September 1993 und das ununterbrochen bis heute flimmert eine tägliche Nachrichtensendung mit allem Wissenswerten aus der Region in die Wohnstuben der Zuschauer. HoyTV war damit überhaupt der erste private TV-Sender in Sachsen, der täglich aktuelle Lokalnachrichten verbreitete. Zum Fernsehen gesellte sich ab Februar 2000 ein regionales Radioprogramm. Radio und Fernsehen tragen seitdem den gemeinsamen Namen Elsterwelle. Mittlerweile erfreut sich das Elsterwelle-Fernsehen auch in zahlreichen anderen Orten des Landkreises Bautzen, wie in Kamenz, Bernsdorf, Schwebnitz und Königsbrück, zunehmender Beliebtheit.